I got no time for all your confidence. I'd lose my mind before I try. Yo, dank u vielmaals dat je dat tip voor de hand voor het interview. Ik heb mijn eerste vraag gehad. Ja, in december 2010 hebben jullie gewonnen en werden met eurem song In Love for a While de Schweiz vertreten am Eurovision Song Contest. En nu heb ik de vraag, wie is dat casting gesehen? Is het sehr schwer gewesen? Also, überhaupt in die Show zu kommen oder nachher in dieser Show? In dieser Show. Also, ich kann es mal aus meiner Sicht erzählen. Also, wir sind hier angekommen und sind in die Halle gekommen, wir haben das Brot zuerst. Und wir sind eigentlich ohne Show, also wir haben nicht gedacht, dass wir eine grosse Show machen, sondern also wir können gerne spielen und gehen dann wieder. Und haben uns zuerst mit die Acts angeschaut, die sonst schon dort waren. Oder? Und die haben alle mit brennenden Fässern, mit Rollschuhen, haben das Kleid auf den Leib gerissen und wir sind so da gehabt. Und dann haben die, Nein, ich dachte, wir müssen jetzt irgendwie aufs Einfallen. Ja, genau, das ist eigentlich eine Balance dazu. Rennen die Bälle, die wir hinbekommen. Genau, wir sind, glaube ich, die Einzigen, wirklich die Einzigen gewesen, die schlussendlich einfach zu dritt auf die Bühne gegangen sind und gespielt haben. Aber schwer kann man damit nicht sagen, wir sind ja einfach gegangen. Also, weil es hat sich halt wie der eine zum anderen gefiegt, oder? Also, und dann zuerst ist mal der Song ausgewählt worden von euch, oder? Von David, ja. Also, David, David Lein hat ja das Lied geschrieben. Und wir haben ja dann wie, der Song musst du dann wie so, hast du ins Internet tun. Das sind glaube 360 Leute und dann von diesen 360 sind die 12 ausgewählt worden. Ah, okay. Und da konnten wir eigentlich nicht viel mit, also wir konnten einfach können die Freunde animieren, dass sie dort wählen und voten. Aber es war ja auch 50 Jury. Und dann dort selber sind wir einfach aufgeregt gewesen, vor allem. Das war glaube ich schwerer gewesen, weil halt, wir sind noch nie in so einer Show gewesen und war doch alles ein bisschen neu gewesen. Und okay. Die Aufregung war auch groß gewesen. Habe ich noch eine Frage, wie ihr eigentlich zur Musik gekommen sind? So ein bisschen eure Musikbiografie. Also ich habe eigentlich immer schon gerne Musik gehabt. So mit 7, 8 habe ich schon gerne so meistens No Doubt, Don't Speak habe ich so nachgesungen und so und auch so gefilmt mich dann dabei und dann geschaut und so, wie das dann ist. So, ja, bin dann in die Musikklasse gegangen, so mit Schwerpunkt auf Musik. Ich bin dann an die Jazzschule gegangen, das war so eine allgemeine Schule, die ich dort gemacht habe. Und so ist das eine ums andere und gesungen habe ich mir auch schon immer. Mit 15 bin ich in die erste Band von ihm gekommen. Dort haben wir uns auch kennengelernt. Ja, so. Ich habe angefangen, ganz früh mit 6 Jahren bin ich im Schlagzeugunterricht, also meine Füße noch nicht mal ein Pedal gekommen. Wir haben so 3 Jahre Unterricht gehabt, das war noch spannend. Und dann mit 16 habe ich es war immer sehr schwierig zum Schlagzeug spielen, in der Heim, in einer Wohnung hat. Man kann nicht gut spielen mit dem Open. Und dann ist mit Gitarre in den Sinn gekommen, das kann man halt. Oder? Mhm. Man kann mit Kopfhörern spielen, wenn man sie verstärkt. Oder mit der akustischen ist es nicht so schlimm für den Open, wie ein Schlagzeug. Und dann bin ich auch, also auch Kurs genommen an der Jazzschule, aber nicht studiert, weil der Georg studiert ja jetzt nicht fertig. Und spiele jetzt immer noch Gitarre. Okay. Und bei dir? Also mir ist es eigentlich recht einfach. Ich bin in die Schule gegangen und dann hat mich eigentlich ein Schulkollege gefragt, ob ich eine Band kann und ob ich Buch Bass spielen, ob ich Bass spiele und ich habe gesagt, ja. Und dann hast du das aber schon? Nein, das habe ich dann eben angefangen. Dann habe ich auf den Bass, also Schlagzeug und einen Bass geschenkt, von einem Alten. Den habe ich nicht mehr leider. Und dann habe ich auf den Bass gespielt und später habe ich mal Unterricht und dann habe ich noch bei anderen Bands und so gespielt und dann habe ich mal studieren und sie kennengelernt in verschiedenen Bands, habe ich jetzt schon gesagt, dann habe ich noch eine Band. Und so ist es. Dann haben wir irgendwann gesagt, wir machen es zusammen. Ja. Okay. Und es passt. Es passt. Ja, gut. Jetzt ist ja der Auftritt in Düsseldorf schon sehr bald, schon in 2 Wochen. 2 Wochen? 2 Monate. Ah, 2 Monate? Nein, also eineinhalb Monate. Also im 10. Mai ist es. Ja, eben im 10. Mai. Ah, Entschuldigung. Das ist eben ein Monat, 5 Wochen. Stimmt, ich bin ein bisschen. Ja. Aber ist ja gut, dass ich mit der Angst bekommen, so 2 Wochen Schiff. Ja, stimmt.
Genau. Aber so viel Zeit zum nervösen Hammergehen, yeah. Wir haben so viel zu tun. Mhm. Nicht jetzt jeden Tag. Aber so manchmal, wenn ich ins Bett gehe, denke ich dann schon so. Aber ich glaube, die Angst wird dann auch genug, wenn man dann zwei Wochen mehr schon dort wirklich dran und probt und dort alles eigentlich anschauen, lernt die Bühne kennen. Und ich glaube, da kann man auch noch ein bisschen Angst abbauen. Also, yeah. Wenn man dann auch ein bisschen alles kennt und so. Und der Song hat die ganze Zeit immer wieder liebt. Okay. Und wer ist so die coolste Person unter euch? Also, wer hat die besten Nerven? Ich. Du? Also, jetzt kommt es wirklich so ein, was? Aber ich glaube, du bist schon der ruhigste. So. Also, in Aserbaidschan bin ich der Einzige, der nicht hässlich geworden ist. Ja, ich bin doch auch was. Ich bin zwar ungeduldig, aber auch ruhig. Und eher auch, man weiß es eigentlich nicht. Wir haben verschiedene Seiten in uns. Du verpasst doch viel unberechenbar. Ah, das will ich nicht. Nein, ich finde es nicht wirklich. Echt? Okay, es ist spannend. Also unberechenbar, man nennt das. Ich weiß nie, was einer erwartet. Ja, und jetzt Lena Meyer-Landrut wird ja dann auch auftreten. Und hat sie mit ihrem Song Taken by a Stranger überhaupt eine Chance gegen euch? Also uns. Also ich bin schon, ja. Ja, ich bin schon. Ich bin schon allein, wenn sie die Informationen machen und so. Also man kennt sie ja auch schon. Ich finde das Song eigentlich noch cool, aber ich finde, das kann man nicht vergleichen miteinander. Mhm. Also es ist irgendwie so, finde jetzt so vom Stil und so, finde ich jetzt ganz etwas anderes. Ja. Okay. Und vielleicht, also sie sind ja noch im Finale und wir erst mal im Halbfinale. Das ist gar nicht gesagt, dass wir wirklich direkt gegeneinander. Mhm. Dann müssen wir ja zuerst mal ins Finale kommen. Ja, eine grosse Last ist auf uns. ja, und wie seht ihr das nach Düsseldorf? Habt ihr da schon irgendwelche Pläne? Mhm. Wir planen ein Album zu veröffentlichen. Also wir sind am Schreiben jetzt und sind in der Auswahl mit einem Produzenten arbeiten. Und das wird, denke ich, im Herbst rauskommen. Also wir können es noch nicht genau sagen. Mhm. Aber das ist das größte Ziel. Also um ein Studio aufnehmen, arbeiten. So, ich mache das Album und fahre noch Single. So ist das Plan zumindest. Jetzt haben wir noch nach Düsseldorf schon die ersten Auftritte geplant. Also wir haben gerade nach Düsseldorf in Basel einen Auftritt. Oh ja, Barthe, 20. Mai in Barthe, am 8. wahrscheinlich. Also Doppelkonzert mit Pablo. Genau, ja, Doppelkonzert. Ja. Das Foto ist jetzt am 8. Ja. Und man kann barthe.ch. Oder einfach Google Barthe eingeben, Basel, und ich habe auch Tickets. Okay, super. Ja, danke vielmals, dass ihr euch Zeit genommen habt. Danke. Und ich wünsche euch ganz, ganz viel Glück. Dankeschön. Wir haben in eineinhalb Monaten. I've got no time for our confidence. I'd lose my mind before.